Ich bin in München und dann komme ich natürlich bei Xentral vorbei. Da hat sich einiges bewegt im Produkt, von den Kunden, vom Team. Domenico, unser Freigeistpartner, ist aktuell CEO und jetzt gleich sitze ich mit Domenico und Bene zusammen und gebe euch das umfangreiche Update zu Xentral. Ich würde sagen, jetzt auf ins Gespräch. Domenico, Bene, vielen Dank, dass ich hier in München euch besuchen darf. Domenico, aktuell Co-CEO von Xentral und du der Gründer. Und Bene, wir haben eine längere Historie. 2018 haben wir bei euch investiert, damals aus einem Schmerz heraus, weil bei Die Höhle der Löwen haben wir sehr viele Food-Startups aufgebaut, so 4 bis 5 jedes Jahr. Und wir brauchten natürlich eine Software dahinter, die ganzen Startups steuert. Dann haben wir erst, ich weiß noch, SAP eingeführt und ganz viele andere Systeme. Das hat einfach nicht funktioniert, es war zu komplex. Und irgendwann, weiß ich noch ganz genau, stand Alex Koch, unser Freigeist-CTO, mit leuchtenden Augen in meinem Büro und sagte: Ich glaube, ich habe da was gefunden. Ich glaube, ich habe eine richtige Lösung dafür. Und das war Xentral, nämlich eine moderne, agile ERP-Software, die genau das ist, dass das Gehirn hinter diesen ganzen E-Commerce-Stores, die wir da hochgezogen haben, das gemanagt haben. Also seit 2018 hat sich einiges getan. Vielleicht, ja, was hat sich getan? Wo stehen wir bei Xentral? Tatsächlich genau. Also als wir zusammenkamen, waren wir noch eine relativ überschaubare Menschentruppe quasi, die das Ganze gemacht hatten. Wir hatten viele Chancen, unser Team ist vergrößert worden. Wir hatten damals eine Software, die von hauptsächlich 2 Leuten geschrieben war. Einer war ich, der andere war Bruno, unser Hauptentwickler. Wir haben mittlerweile fast 80 Entwickler. Also wir mussten quasi die ganze Ownership von den ganzen Quelltexten quasi auf die Teams rüberbekommen. Wir haben uns in allen Bereichen professionalisiert, unseren Support, unseren Success, alle ganze Operations, die haben viele, viele Strukturen mit aufgebaut, haben auch Fehler gemacht, natürlich sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, aber in Summe haben wir jetzt knappe 2000 Kunden mittlerweile, haben wirklich ein Produkt, wo man wirklich sein Business sehr gut managen kann. Wir sagen typischerweise von 1 Million bis knapp 50 Millionen Euro Umsatz ungefähr, da ist der Sweet Spot, wo ich wirklich meine Firma managen kann, von Orders, Warehouse, Einkauf, Buchhaltungsvorbereitung, all diese ganzen Thematiken, also hat sich viel getan in unseren. Also Xentral quasi das Gehirn hinter meinem Commerce. Das heißt, ich kann mich auf mein Geschäft konzentrieren, ob ich T-Shirts, Notebooks, Elektronikteile, was ich sogar früher mal gemacht habe, verkaufe. Xentral ist dahinter und weiß genau, wie funktioniert der Einkauf, das Lager, auf welchen Plattformen biete ich was an, manage das alles vollautomatisch, sodass ich dann einfach mehr Zeit für mein eigentliches Geschäft habe. Genau, wir hatten ja die Software für uns ursprünglich mal selber entwickelt gehabt, weil wir, wir haben immer mehr Aufträge gehabt. Wir hatten B2B, B2C, E-Commerce-Channels und so weiter. Und wir haben gemerkt, das ist ganz schön ein Aufwand, das irgendwie synchron zu halten, dass ich einen Überblick behalte. Was ist offen, was muss ich nachbestellen, was muss ich produzieren, das ist richtig, richtig aufwendig. Und wir haben dann damals rumgeschaut, was gibt es an Software und waren so ein bisschen schockiert, wie wirklich nicht schön, Windows-Software, teuer, unflexibel, was es da für Software gab. Und ich als Informatiker war für mich irgendwie klar, da muss es irgendwas Modernes, Webbasiertes mit API geben, was irgendwie auch Spaß macht und wo ich eigentlich nicht den ganzen Tag jedes Ding einzeln anklicken muss, dass es irgendwie weitergeht, sondern alles, was eigentlich in sich klar ist, soll der Computer wegmachen, im Hintergrund wegpassieren, mit dem gemacht werden. Und auch das ist immer noch quasi der Need, den wir quasi heutzutage erfüllen, einfach da eine Software zu haben, die diesen Firmen enorm hilft, einfach Arbeitszeit zu sparen, Überblick zu behalten und da wirklich fehlerfrei Sachen abzuarbeiten zu können. Ihr habt ja wirklich einen Nerv getroffen, kann man gar nicht anders sagen. Deswegen auch der tolle Erfolg, Kundenwachstum, super starke Finanzierungsrunden. Ihr seid gewachsen, wie du gerade schon gesagt hast, auf sehr, sehr viele Mitarbeiter. Aber das ist natürlich auch immer eine gewisse Herausforderung. Da gibt es Herausforderungen im Team. Wir haben sehr viel Funktionalität im Produkt gemacht. Wie hast du diese Zeit erlebt, diese starke Wachstumszeit? War tatsächlich ein ganz neuer Moment für uns tatsächlich. Wir hatten ja sehr hohe Nachfrage von Kunden. Die hatten wir immer schon, aber die wurde dann nochmal verstärkt. Vor allem in der Zeit dann auch als vor allem dann Covid nochmal dazu kam, wobei wir immer schon verdoppeln waren von den Anfragen und quasi da Prozesse nachzuziehen, damit wir quasi weiterhin stabil irgendwie, geht los bei einfachen Sachen, Sales, Onboarding, Support, wie ich das Ganze machen kann, das nachzuziehen waren schon immer Challenges. Und als wir dann auch gut auf dem Weg waren, hatten wir dann die Chance, quasi eine größere Investition zu bekommen, quasi unserer Series A, als wir gemacht haben, und die war auch mitten in der Corona-Zeit. Und wir saßen quasi alle davor noch an einem Ort zusammen in Augsburg, aber das war die Zeit, wo wir dann alle remote quasi waren. Das heißt, Umstellung von der Firma zu eigentlich einem Team, was quasi um eine Pizzabox sozusagen sitzt, auf einmal in remote, das heißt,
externes Management, viele Zoom-Calls, wie macht man die Prozesse so neu, dass es dann wieder reibungslos funktioniert? Ganz genau. Also diese, und dann haben wir auch natürlich begonnen, dass wir gemerkt haben, die Kunden, die hören nicht auf, da kommen noch immer mehr Anfragen rein und kommt näher, dass wir auch wirklich weiter hiren müssen. Und dann haben wir auch begonnen, natürlich remote zu hiren. Das heißt, wir haben da nicht mehr gezielt in Augsburg gehiert, sondern tatsächlich, wir haben zwar schon so ein paar Standorte, heute sind wir in München, aber quasi remote first gehiert. Und dann dort wirklich die Leute zu an den Tisch zu bringen, an den virtuellen Tisch zu bringen, zu verstehen, welche Prozesse müssen wir aufbauen, wie man ERP für SMB denkt, wie das Ganze aussehen muss, waren Herausforderungen und ist auch immer noch quasi tatsächlich ein ewiger oder ein längerer Prozess, bis wir quasi da die richtigen Strukturen gefunden haben, wie wir das Ganze aufbauen müssen. Super, aber es geht ja weiter mit dem Wachstum und deswegen, Domenico, haben wir das große Glück, dass du jetzt hier an Bord gekommen bist, aber vielleicht stell dich doch nochmal kurz vor und was genau du bei Xcentral machst. Gerne, also erstmal vielen Dank für deinen Besuch. Ich bin Domenico, ich bin heute auf den Tag genau 6 Monate als neuer Co-CEO bei Xcentral. Formal haben wir uns das, glaube ich, so aufgeteilt, dass der Bene für alles verantwortlich ist rund ums Produkt, also Product und Engineering, und ich mich um alle anderen Themen kümmere. Praktisch in der Realität sind wir aber super eng verdrahtet und verzahnt. Das heißt, wir sprechen täglich mehrfach und stimmen uns bei allen Themen sozusagen ab. Was habe ich gemacht vorher? Ich habe vorher 3 Sachen gemacht. Ich war bei BCG, 5 Jahre in der Beratung. Dann war ich 5 Jahre in Private Equity. Ich glaube aber, die relevanteste Station ist, ich habe so 10, 12 Jahre Startup- und Scale-Up-Erfahrung. Ich bin damals 2011 bei Home24 dazugekommen, da hatte die Firma so 20, 25 Mitarbeiter als COO, CFO, Head of ERP und Head of IT. Head of ERP. War mein erstes Projekt. Aber das sagt dir 2 Sachen. Also A, das war, also die Firma war super klein, deswegen jeder musste mehrere Rollen machen. Und zweitens, das waren die Jobs, auf die keiner Bock hatte. Ne? Sozusagen diese ganze Nitty-Gritty, Prozesse, IT, ERP, Pakete, Logistik und so weiter und so fort. Muss das aber, glaube ich, ganz okay gemacht haben. Ich bin dann nach einem Jahr Geschäftsführer geworden und nochmal ein halbes Jahr später CEO und durfte die Firma in meinen 5 Jahren begleiten von 20, 30 Mitarbeiter auf 1300, von, weiß nicht, also literally keinen Umsatz auf 300 Millionen Euro Umsatz, 8 Länder, 2 Kontinente und habe den IPO auch damals mit vorbereiten dürfen. Das war so die ersten also 5 Jahre. Also Schmerz erprobt, weil das ist krasses Wachstum also mit vielen Möbeln und großen Paketen. Ja. Also Schmerz erprobt, weil du sagtest gerade eben ERP. Also wir hatten damals einen Magento-Shop und sind dann auf Microsoft Navision sozusagen umgezogen. Das war mit eines meiner ersten Projekte. Insofern ganz, ganz viele Themen. Ich bin ja kein Engineer, ich bin kein Coder, aber ganz, ganz viele Themen, mit denen wir heute sozusagen uns auseinandersetzen für Kunden, die habe ich am eigenen Körper sehr, sehr schmerzhaft erfahren dürfen, weil ich damals das Navision über 1,5 Jahre, 2 Jahre mit einem 25-Mann-Team sozusagen implementieren musste. Das ist heute, glaube ich, nochmal was anderes, aber das war sehr, sehr schmerzhaft. Und die zweite Station, die vielleicht relevant ist, ich war die letzten 3 Jahre vor Xcentral bei Yfood. Ganz ähnliche Story. Bin nach der Series B dazugekommen. Die Firma hatte so 30, 40 Mitarbeiter. Ich als dritter Geschäftsführer dazu. Und auch da habe ich da eine super spannende Geschichte mitgemacht. Super coole Skalierung. Stark gewachsen. Super stark gewachsen. Ist ja auch durch die Presse gegangen. Ist ja ein großer Teil dann auch an Nestle verkauft worden. War dann auch einer der Gründe, warum ich gegangen bin. In anderen Worten, ich habe ein bisschen Erfahrung dabei, jungen, vielversprechenden Unternehmen dabei zu helfen, so diese nächsten 2, 3, 4 Schritte zu gehen, wenn es darum geht, Skalierung, Professionalisierung, Profitabilität, wie bekomme ich die richtigen Leute rein, wie führst du sozusagen diese Organisation? Jetzt will ich ja nur sagen, ich durfte ja auch ein paar Unternehmen skalieren, jetzt nicht so groß wie du, aber das ist dann echt auf einmal ein anderes Ballgame. Ne? Also dieses, du bist wie Bene, wir sind da wahrscheinlich näher aneinander, du hast so noch einen Pizzaraum sozusagen, du kannst alles machen, du kennst die Leute alle noch direkt, du hast das dann auf einmal zu einer echt professionellen Organisationsstruktur zu kommen, ne? Wo du mittleres Management einziehst, wo du Prozesse definierst und so. Das ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, was man da an Erfahrung, Kompetenz mitbringen muss, um dann so eine echte Organisation aufzubauen. Das ist ja auch genau der Grund, weswegen Bene und Claudia, also die Mitgründerin von Bene und Frau, realisiert haben, dass es einfach was anderes ist, eine Firma mit 200 Leuten zu führen als mit 20 Leuten. Das ist mir auch ganz wichtig, dass sozusagen die Initialzündung, dass ich dazugekommen bin, die kam von Bene und Claudia, das heißt, wir kannten uns von vorher, haben realisiert, wir brauchen Hilfe und haben dann damals Freigeist sozusagen kontaktiert. Ich bin nämlich sozusagen eigentlich Partner bei Freigeist seit Oktober letzten Jahres, also jetzt auch knapp seit einem Jahr und kümmere mich sozusagen neben der, also sozusagen meiner Rolle als normaler Investmentpartner auch um die Portfolioarbeit. Hatte letztes Jahr dann im Oktober meine erste Rolle war bei Kraftblock, das ist ja auch durch die Presse gegangen, wo wir jetzt eine sehr erfolgreiche Funding Round sozusagen abgeschlossen haben und habe dann im März bei Xcentral anfangen dürfen in der Rolle, die ich gerade eben beschrieben habe. Und genau das ist meine Rolle, diese sehr visionäre Gründerperspektive von Bene und Claudia zu komplementieren mit einem sehr starken Fokus auf Exekution.
Das vielleicht auch nochmal als Hintergrund von Freigeist. Wir machen halt sehr, sehr wenig Investments und sind dann, wie wir sagen, wirklich hands-on. Und ich, da Alex Koch hat ja auch mitprogrammiert, war auch Interim-CTO. Das heißt, genau das. Deswegen machen wir halt auch nur zwei Deals im Jahr, um dann genau das, dass du dann zum Beispiel helfen kannst oder ich helfen kann, andere hiermit anzupacken. Genau, wobei das ist jetzt auch nicht unser Geschäftsmodell. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es wird, die Frage bekomme ich ganz häufig, wenn ich, genau, wenn ich mit, potenziellen sozusagen Investment-Opportunitäten rede, ob das ein Zwang wäre. Nein, also wir drängen uns da nicht auf, sondern ich glaube, das Ziel ist es schon, dass diese Portfoliounternehmen, diese Investments autonom und autark sozusagen agieren können. Aber wenn Hilfe notwendig ist, dann scheuen wir uns auch nicht sozusagen davor zurück, operative Verantwortung zu übernehmen. Und Ben ist ja auf uns zugekommen und dann haben wir natürlich gesagt, machen wir. Und ursprünglich war das festgelegt auf bis zum Ende diesen Jahres. Nach ein paar Wochen haben Ben und Claudia realisiert, der Domenico ist eigentlich netter als gedacht und weniger doof als befürchtet. Ja. Wollen wir das nicht ein bisschen länger machen? Und jetzt haben wir das erstmal bis Ende nächsten Jahres verlängert, um da auch noch mehr Kontinuität und Stabilität in das Team reinzubringen. Man muss natürlich auch sagen, hier wirklich eine besondere Wachstumsstory. Ja? Also die Finanzierungsrunden, die ihr gemacht habt, die sind ja auch bekannt, kann man in der Presse lesen, sehr, sehr eindrucksvoll. Der Bedarf ist sehr stark. Ihr habt da wirklich auch genau an der richtigen Stelle das richtige Produkt jetzt. Und das heißt, es ist einfach auch eine besondere Wachstumssituation. Natürlich wachsen viele unserer Unternehmen sehr schnell, aber was ihr da gerade hinlegt, ist nochmal wirklich ja, sehr dynamisch. Und was das Besondere da war, was Claudia mich wirklich connected hat oder irgendwie einfach die Erfahrung vom Domenico einfach auf der Kundenseite gewesen zu sein und parallel aber auch, wie ich so eine Firma aufziehe, also ja, von 20 auf mehreren 100 oder in dem Fall 1000, dass man quasi das vereint hat und wir auch gemerkt haben, okay, welche Profile brauchen wir eigentlich, um unseren Kunden, unser Produkt quasi auf Next Level zu bekommen, und das war quasi in Domenico vereint durch die Erfahrung. Next Level. Domenico, was steht jetzt an? Also wie wird das Team aufgebaut, neue Produkte, weil die Leute sind natürlich interessiert, wie geht es quasi weiter bei Xcentral? Genau, also meine ersten Schritte, ich glaube, es ist super wichtig, alles, was wir gemacht haben, haben wir als Team gemacht. Also es war super eng verdrahtet mit Ben und Claudia, mit dem Rest des Leadership-Teams, aber auch mit unseren Investoren, mit den Shareholdern. Insofern, als ich dazugekommen bin, haben wir uns sehr, sehr schnell sozusagen gefunden in dem, was wir machen wollen. Ich glaube, das kann man so unterteilen in vier Hauptbereiche. Das Erste, was wir gemacht haben, du hast jetzt sehr stark immer über Wachstum gesprochen. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Wachstumsverschnaufpause eingelegt. Ja? wir kommen aus einer Phase, wo wir in 2022, also letztes Jahr, sehr stark, aber vielleicht nicht total gesund gewachsen sind. Das zu realisieren und da sozusagen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Also wir sind aus einem Bereich gekommen, wo wir im Marketing unsere Kosten nicht wirklich unter Kontrolle hatten, wo wir im Sales vielleicht auch im Vertrieb den einen oder anderen falschen Kunden verkauft haben, wo wir das Onboarding komplett an Partner ausgelagert haben, wo wir auch von der Organisation, vom Team, von den Prozessen nicht vorbereitet waren für eine nachhaltige und skalierbare sozusagen Wachstumsphase. Insofern das Erste, was wir gemacht haben, ist zu sagen, lass uns doch da mal einen Zwischenschritt sozusagen einführen und ein bisschen weniger aufs Gaspedal zu drücken, um uns die Zeit zu kaufen, also in die richtigen Themen zu investieren. Das heißt, wir wachsen dieses Jahr immer noch total viel, aber wir verdoppeln uns jetzt zum Beispiel dieses Jahr nicht, aber es ist immer noch ein sehr, sehr signifikantes Wachstum. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, diese Wachstumsverschnaufpause zu nutzen, um in Teams, Prozesse, Plattformen, Strukturen zu investieren. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von neuen Leuten dazu genommen. Wir haben uns die Zeit genommen, zum Beispiel das Onboarding zu internalisieren, also sozusagen komplett wieder nach Inhouse zu bringen. Die Partner, die wir noch verbleiben haben, ganz anders zu managen. Einmal kurz rein, Onboarding heißt, weil es ein komplexerer Prozess ist, ein ERP einzuführen, was normalerweise sogar Monate oder du hast ja gesagt Jahre führt. Das geht bei Xcentral deutlich schneller. Trotzdem müssen wir quasi die Kunden einmal das Produkt erklären, deren Situation verstehen, damit die dann halt quasi auf dem Produkt loslegen können. Das ist immer ein großer Prozess. Das ist ein super gutes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen als Kunde. Ja? Das Letzte, was du willst, ist, du wirst bezirzt von einem ERP-Dienstleister während der Verkaufsphase. Dann unterschreibst du den Vertrag und danach siehst du den Typen nie wieder. So, und das heißt, für uns ist diese Onboarding-Phase, also zwischen Vertragsunterschrift und Go-Live, ist mit die kritischste Phase im Unternehmens- oder im Kundenlebenszyklus. Und da einen guten Job zu machen, dem Kunden zur Seite zu stehen, dabei zu helfen, sehr, sehr schnell sozusagen auf die Plattform zu kommen, wir nennen das Time to Value, sozusagen wirklich für den Kunden Value zu generieren, das ist so unglaublich kritisch. Und da haben wir in der Vergangenheit wegen des Wachstums das ausgelagert an Drittparteien, einfach weil wir nicht mehr hinterhergekommen sind. Und das war ein Fehler. So. Mhm. Was wir heute machen, ist, dass wir ein Dual-Track haben zwischen Partnern, die wir aber ganz, ganz anders managen, die viel besser ausgebildet sind, die viel besser geschult sind, die nach wie vor sozusagen uns da unterstützen, aber auch sehr, sehr viel selber Onboarding machen, einfach wo wir noch
viel mehr über Kunden lernen und auch den Kunden besser supporten können. Und so, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das heißt, dieser zweite Bereich ist wirklich diese Investition in Teams, Strukturen, Prozesse, um skalierbarer und nachhaltiger sozusagen wachsen zu können. Das dritte würde ich sagen, das ist alles wichtig, aber das ist mir besonders wichtig, ist das Aufwecken der Organisation. Das heißt, du kommst aus so einer Phase, wo remote, du hattest Covid angesprochen, man kennt sich nicht alle. Es war noch sehr, sehr founder-led, ne? Das heißt also schon noch so, da war noch nicht so viel Platz neben Beno und Claudia. Und ich glaube, so dieses Aufwecken der Organisation im Sinne von, wir haben ein professionelles Management-Team. Ihr seid eigenverantwortlich. Was wird von euch erwartet? Was könnt ihr entscheiden? Welche Bereiche verantwortet ihr? Und wirklich sozusagen dieses Ben und Claudia dabei zu helfen, ein bisschen loszulassen und Verantwortung zu delegieren und den Leuten dadurch auch zu erlauben, sich selber einzubringen, auch mal Fehler zu machen. Also wenn man nicht selber alles macht, und wenn wir selber alles machen würden, würden wir auch Fehler machen, weil man anderen Leuten zugesteht, Sachen selber zu tun, dann werden dort auch Fehler passieren. Und ich glaube, so dieser Übergang von einem Founder-led Organization zu einem professionellen Management-Team, und zwar auf allen Ebenen. Das geht nicht nur um die C-Level und VP, sondern bis hin zur sozusagen zur untersten Organisationsstufe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, wenn du 200 Leute hast und wenn du 300 Leute hast und 500 Leute, dann führst du diese Firma einfach anders. Das ist das Dritte. Und das Vierte, ich glaube, ist auch ganz wichtig. Ich glaube, was uns in der letzten Zeit so ein bisschen gefehlt hat, das ist so diese Vision. Ne? Das heißt, also, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist so dieser Klebstoff, der die Organisation zusammenhält im Sinne von, warum machen wir das Ganze eigentlich? Ja, ich habe ja auch viel gemacht in meiner Vergangenheit. Und diese Vision, die Ben und Claudia damals hatten, nämlich ein Ökosystem an Kunden zu schaffen, denen du dabei hilfst, selber erfolgreich zu sein. Ne? Das heißt, wenn wir uns anschauen, was ist eigentlich der Außenumsatz unserer Kunden? Wie viele Mitarbeiter haben eigentlich unsere Kunden? Das ist ja ein riesen Ökosystem. Und unsere Kunden dabei zu befähigen, richtig coole Companies zu bauen, richtig erfolgreich zu sein, richtig cool zu wachsen, Mitarbeiter einstellen zu können, Mitarbeitern sozusagen bei der beruflichen Weiterentwicklung zu helfen, das ist ja mega. Ja? Also sozusagen Central als Arbeitgebermotor und Unternehmermotor. Und zwar nicht nur online, by the way. Ne? Also online, offline, Multi-Channel. Das finden wir halt richtig, richtig cool. Und diesen Spirit wieder in diese Organisation zu hauchen, dass wir wissen, warum machen wir das eigentlich, das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz zentraler Bestandteil. Und insofern, ich glaube, was uns heute alle antreibt, ist, wir wollen in 2, 3, 4 Jahren, wir hatten gerade unser Sommerfest, bei der nächsten Sommerfestparty sozusagen stehen können und sagen können, wisst ihr noch damals vor 3, 4 Jahren, und wir haben ja heute schon 2000 Kunden, aber schau mal, was wir gemeinschaftlich irgendwie erreicht haben. Und das ist, glaube ich, das, was uns treibt und das ist eine super coole Vision. Cool. Xentral wird also zu einer professionellen Organisation, ein wirklich großer Schritt vom Startup hin zu einer professionellen Organisation. Aber im Produkt geht es ja auch weiter, Bene. Was hat sich da getan? Tatsächlich. Also ich bin auch gerade oft immer dabei, nochmal kurz alles so ein bisschen zu abholen, wo wir gestartet haben. Und wenn du schaust, wo wir vor 2,5 Jahren gestartet hatten, hatten wir tatsächlich diesen 80% von 2 Leuten geschriebenen Quelltext, den wir jetzt quasi reinbekommen haben. Was haben wir gemacht? Wir haben gerade enorm investiert, wirklich in eine Plattform zu bauen, dass wir das Ganze quasi in eine Cloud reinbekommen, die skalierbar ist, dass wir die ganzen Algorithmen, die ganzen Programme quasi in die Ownership von den Teams mit reingeben. Wir haben enorm investiert eben in eine große API, in Webhooks, dass wir da einfach flexibler sind von der Gestaltung her. Und das ist einerseits Cloud-Native, dann wird es modular, genau. API-first, also ich kann quasi habe immer eine API, es ist also kein irgendwie was zu, sondern dadurch ist es für die eigenen Entwickler, aber auch später für die externen Partner, ist alles dokumentiert und zugreifbar. Genau, und viele so Grundsachen auch mit rein, einfach Monitoring, Logging, all die ganzen Sachen, die man normalerweise hat in der modernen Cloud-Welt, die wir quasi vor 2,5 Jahren alle noch nicht so hatten, ja. Weil wir da noch nicht auf dem im Status waren. Dann aber auch Features, wie wir haben jetzt ein neues Retourenportal ausgerollt, also was wirklich an die Leute... Wichtiges Thema, Retouren, nervig, aber passiert. Ganz genau, einfach selber managen können. Wir sind gerade dabei, eine Pick-App zu bauen, einfach da nochmal wirklich Next Power unsere Kunden reinzugehen. Pick-App, was heißt das? Einfach wie man im Lager Pick and Pack machen kann, einfach um seine Prozesse. Also wir haben ungefähr ein Drittel unserer Kunden hat auch ein eigenes Lager und die möchten auch wirklich effizient irgendwie ihre Waren zusammensammeln. Das heißt, wie Domenico gerade schon gesagt hat, ihr werdet auch immer breiter. Also es geht quasi nicht nur um Shopify und Amazon, sondern auch darum zu sagen, man kann auch physikalisch, also im Store Umsatz machen. Ihr geht aber sogar auch ins Lager, wo am Ende des Tages ja die Pakete gepackt werden und sagt dann, okay, wir haben diese Pick-and-Pack-Scanner-App, die dann automatisch weiß, was ist in welchem Paket drin. Das heißt, die Dienstleistung, die Xentral bringt, wird immer breiter, sodass man wirklich end-to-end damit dann das ganze Commerce-Business abbilden kann. Genau, das ist auch unsere Vision, was Domenico sagte, wirklich dieses
All-in-One für den Kleinen, wobei Klein eben auch relativ groß sein kann, und einfach eine Plattform für Single Source of Truth zu haben, um das zu sehen, einfach die Sachen reinzubekommen. Neues Management-Dashboard haben wir gebaut, wo ich wirklich schnell über die verschiedenen, über Fulfillment, über Finance, die Zahlen zusammen aggregiert sehen kann und dann einfach sehen kann, was das bedeutet für mein Business, wie sich es entwickelt mit dem dabei, und haben einfach eine ganz gute Traction, einen neuen Layout haben neue wir gearbeitet, was selber viel und Supporter gehabt, sind wir gerade intensiv dabei, jetzt für den finalen Rollout wirklich an alle Kunden rauszumachen, hatten da dieses Jahr nochmal viele Touchpoints mit Kunden, um das nochmal ein bisschen zu optimieren, sind da eigentlich ganz, ganz guter Dinge auf den nächsten Schritt mit dem dabei. Ja, das hat mir viel Spaß gemacht, daran mit euch arbeiten zu dürfen. Also wirklich, wir haben über jede einzelne Tabelle, über jedes Feld lange, lange diskutiert, auch mit einem sehr guten Team, um wirklich zu sagen, was ist eine moderne, hocheffektive UI, wo ich dann wirklich durchfliegen kann, wo haben wir nochmal, wir beide diskutiert, wo kann man jeden Klick rausnehmen, was kann automatisiert werden, und genau, also da freuen wir uns jetzt sehr auf das Feedback. Ja. Was wir auch noch gemacht haben, wir hatten Pläne gemacht letztes Jahr, wie wir unsere ganze E-Commerce-Schnittstellenwelt quasi modernisieren, und hatten dann eine Firma lustigerweise kennengelernt und hatten eine Chance auf eine Akquisition, eine Middleware Connect, die Firma hieß Jedi, wir nennen sie intern das Team Middleware Central Connect, einfach nochmal enorm skalierbare E-Commerce-Schnittstellentechnologie gebaut. Zu was? Um einfach die ganzen Marktplätze, Online-Shops, all die ganzen Third-Party-Tools nochmal schneller, einfacher, skalierbarer an unser System anzudocken. Weil zum Beispiel, du bist auf einem kleineren Marktplatz, der aber für manche Kunden trotzdem wichtig ist. Genau. Die ändern gerade die API oder die sind down. Das heißt, du hast ein Control Center, wo du sagst, wir sind an Marktplätzen, an anderen Partnern angebunden. Wenn da ein Problem entsteht oder eine neue API entsteht, dann habt ihr das jetzt quasi an einer zentralen Stelle mit Monitoring zusammengefasst. Ganz genau. Wir müssen eine Schnittstellentechnologie, mit der man mit Low-Code, also sehr, sehr ohne Engineers quasi auch Schnittstellen bauen kann, ja. Mit der Art und Weise. Aber im Hintergrund ist sie so entwickelt worden, dass sie wirklich enorm performant skalierbar ist mit einem starken Cluster. Das heißt, wir hatten jetzt auch schon die ersten Tests gemacht, wo wir irgendwie 40.000 Aufträge innerhalb von 7 Stunden abgeholt haben und wo wir einfach nochmal für Next Generation Technologie Investment gerade reingemacht haben, um da einfach nochmal für unsere Kunden einfach wirklich nochmal wesentlich mehr anbieten zu können. Das ist ja manchmal auch eine Herausforderung. Also ich habe vorher mal so ein Fotobuch-Software entwickelt und im E-Commerce auf einmal ist Weihnachten oder so und du hast auf einmal die 10-fachen Aufträge. Das heißt, selbst wenn du vorher nicht automatisieren musstest für gewisse Peaks oder Ostern oder was immer die Aktion pro Industrie ist, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass Central dann automatisiert und auch diese Skalierung kann, weil du hast halt eine hohe Volatilität in manchen E-Commerce-Businesses. Ganz genau. Und das war auch tatsächlich viel, viel Zeit, die wir jetzt reingesteckt haben. Das sieht man nicht so. Das spüren jetzt die ersten Kunden, die in den Tests mit dabei sind schon. Die merken, was für eine Power. Die freuen sich einfach im Ruhigen sozusagen. Ganz genau, um die Schritte zu machen. Nochmal, wir haben die Software ursprünglich mal für uns selber geschrieben gehabt. Ja. Wir waren erfolgreich, aber auch nicht so erfolgreich wie unsere Kunden jetzt irgendwie und sind gerade dabei, wirklich da stückchenweise die Bausteine nach anzupassen. Ja, also im Produkt hat sich wirklich einiges getan, aber es passiert ja noch viel mehr. Vielleicht, Domenico, kannst du nochmal sagen, so die nächsten 12, 18 Monate, was steht da an? Genau, also erstmal genau wie der Bene gerade gesagt hat, ne? Ich glaube von der Produktvision her, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, was da sozusagen artikuliert wurde. Einmal so dieses, also über das ERP, über Central soll man eigentlich so reden wie über den CEO, nämlich nie. Ne? Über den CEO redest du eigentlich immer nur, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das Ziel ist sozusagen, dass wir für unsere Kunden dieser stille Arbeiter im Background sind, der dafür sorgt, dass alles automatisiert, effizient, fehlerlos und so weiter funktioniert. Dazu gehört die Connectivity über APIs, die neue UI. Und ich glaube, der Bene hat das auch nochmal klar gesagt, das ganze Thema Data, Analytics, Reporting, Visibilität der Daten und so ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Part. Das heißt, das alles hinzubekommen, performanter, stabiler, zuverlässiger, skalierbarer, sicherlich ein ganz wichtiger Punkt auf der Produktseite. Für den Rest der Firma oder nicht den Rest der Firma, aber sozusagen für die Gesamtfirma. Ich glaube, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wo wir langsam das Marketing wieder aufdrehen. Ich glaube, dass wir sowohl auf der Onboarding, auf der Customer Success Seite, auf der Customer Support Seite, auf der Produktseite, da in den letzten 6 Monaten echt vieles sozusagen in die richtige Richtung bewegt haben. Insofern haben wir jetzt langsam nach der Sommerpause angefangen, das Marketing wieder aufzudrehen, sodass wir jetzt mit einem neuen Pricing, das wir ja auch im Juli sozusagen gelauncht haben, testweise, sehr, sehr gutes Feedback dazu auch bekommen haben, langsam wieder in diesen stärkeren Wachstumsmodus sozusagen übergehen. Und das heißt, für uns geht dieser Pfad einfach
unvermindert weiter. Das heißt, weitere Investitionen in Teams, Prozesse, Strukturen, um skalierbar zu sein, um zuverlässig zu sein, um performant zu sein für unsere Kunden. Gleichzeitig diese weitere Transition und nochmal, also ich kann es nicht genug, häufig genug betonen, sozusagen wie allein zwischen Bene, Claudia und mir wieder sind, diese Transition von Founder-led auf ein professionelles Management-Team. Wir haben auch den einen oder anderen neuen VP dazugeholt. Wir haben auch noch eine Stelle, die noch offen ist. Das heißt, da wird sicherlich auch noch weitere Veränderungen geben, also weitere Ergänzungen geben in dem Sinne. Und alles mit dem Fokus auf eigentlich zwei Metrics. Ja? Das eine ist Kundenzufriedenheit. Wenn wir uns unsere NPS-Werte anschauen, wenn wir uns unsere Customer Support Tickets anschauen, das ist für uns die reichste Quelle an Verbesserungsvorschlägen. Und das anzugehen ganz systematisch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. NPS, und was ist das? Das ist der Net Promoter Score. Das ist eine Methodologie, die benutzt wird, um Kundenzufriedenheit zu messen. Eigentlich aus dem E-Com-Bereich, wo du sozusagen Tausende von Antworten hast. Das ist jetzt bei uns nicht in der großen Zahl, aber trotzdem eine extrem reiche Quelle für Kundenfeedback. Mhm. Die nutzen wir sehr, sehr systematisch und dort Feature Requests, Bugfixing und so weiter oder Prozesse anzugehen, um die zu verbessern. Und die zweite Metric ist Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Also wir sind der Philosophie verschrieben, dass du als Firma nur erfolgreich sein kannst, wenn du happy Kunden hast und happy Mitarbeiter. Und ich glaube, diese beiden Themen weiter anzugehen und Accenture die nächsten, du sagtest 18 Monate, mit einem Fokus auf Dach, ne? Also Deutschland, Österreich, Schweiz, weiter wachsen zu sehen, zu professionalisieren, bringt uns dann auch in eine Situation, wo wir vielleicht gegen Ende nächsten Jahres auch mal über andere Schritte nachdenken können, ob das Internationalisierung ist, ob das Feature sozusagen Erweiterung ist. Aber heute geht es wirklich darum, unseren bestehenden Kundenfokus in dem sehr stark zu wachsen und sozusagen in den nächsten 18 Monaten die Plattform zu bilden für weiteres Wachstum danach. Ein wirklich wilder Ritt sozusagen, der jetzt auch sehr, sehr positiv auf dem Weg ist. Aber für dich, ich weiß noch genau, wie du bei uns warst, ihr wart ja quasi Claudia und du und jetzt so lange Entwicklung. Was kannst du anderen Gründern, Gründerinnen mitgeben, die gerade auch auf so einer, was ja eigentlich ganz gut ist, auf so einer Rakete sitzen, aber was sind deine Learnings, die vielleicht noch besser machen können? Ist eine gute Frage. Also natürlich, eine Sache, die steckt in einem drinnen, aber die kann man dann nochmal mehr nutzen, ist, glaube ich, einmal wirklich, immer, also für mich war immer die Firma das Wichtigste, quasi auch mein Ego oder was mit mir ist, es war mir immer ein bisschen quasi zweitrangig, sondern immer schauen, was ist das Wichtigste für die Firma. Um das Produkt, um das Team, ganz um die Vision. Genau. Und die Sachen. Und da ist natürlich schon, weil man früher hatte man viel selber in der Hand als Founder, da konnte man viel selber machen, auch viel mit Kunden quasi ausbaden zusammen. Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, du musst es auch wirklich dann nochmal schaffen, auch nochmal einen Schritt zurückgehen und dann dem Team helfen und nicht versuchen reinzugehen, also dieses Loslassen, das nochmal mehr zu machen. Ich finde das Bild Time-Telling versus Clock-Building interessant. Also ich sage, normalerweise schnell natürlich den Kunden selber mal kurz zu heilen, aber eigentlich musst du quasi Uhren verteilen, sodass jeder den Prozess danach selber beherrscht. Ne? Also von Ich gehe in das Feuer rein, lösche das mal wieder kurz zu, eigentlich brauchen wir einen Prozess und ein Team, das die zukünftigen Feuer selber löschen kann. Das braucht erstmal mehr Zeit. Ich hatte auch immer diesen Reflex, das schnell selber zu machen, aber damit kannst du halt einfach nicht langfristig wachsen. Ja, ein anderes Learning war auf jeden Fall, glaube ich, dass man auch sich beim Hiren nochmal wirklich mehr im Klaren wird, welche Rollen, welche Personen man braucht. Mhm. Vor allem in der schnellen SaaS-Welt, also wo man quasi Softwareprodukte baut, war für mich immer das Verständnis da, dass man doch schnell in die Themen reinkommen kann, also in unsere ERP-Themen. Ja. Aber da sind wir zu schnell gewachsen. Also wir brauchen eigentlich Leute, Profis, die Erfahrung haben, wo du als Gründer im Interview nochmal tiefer einsteigst und dich wirklich challenged. Ja, ich brauche jetzt unbedingt jemand, aber hat er wirklich die Erfahrung, das Wissen dahinter, um dann auch an der Stelle gut performen zu können. Aber auf beiden Dimensionen. Einmal, wie baue ich es auf, aber auch von dem Wissen an sich. Was heißt es ERP, SMB? Mhm. Also quasi auf der anderen Seite. Weil Das kann man nicht in der schnell wachsenden Umgebung nebenbei mitlernen. Okay. Da ist die Zeit zu kurz, um das zu machen. Und dass man dann auch, wenn man das hat, dass man wirklich dann auch wirklich aligned und wirklich die Expectations gegenseitig klar macht. Was ist die Erwartung jetzt? Was ist das, was ich eigentlich haben wollen möchte von dir die nächsten 6 Monate, 12 Monate als Ziel? Also One-on-One-Gespräche mit deinem Team, mit den Mitarbeitern, sag, pass auf, ich erwarte, dass du die UI wirklich übernimmst und leitest und das in Figma so und so machst, dass von beiden Seiten klar ist, das ist das, was du schaffst und schaffen solltest und wer nicht, lass uns sprechen, aber es ist mir wichtig, ich vertraue dir jetzt,
du bist für diese drei Bereiche in der Verantwortung. Genau. Und dann mit der Captain natürlich etwas aber auch einzufordern. Also die Auto, also dann, also quasi, du bist autonom, aber dann auch wirklich, wie sieht es aus jetzt? Also wann sind die Meilensteine und dann, wenn die nicht da sind, warum sind sie nicht da? Also dann, dann wieder dranbleiben und dran machen mit dem dabei. Ich denke, das sind so im Nachgang die für mich wichtige Learnings gewesen. Ist super schwer als Gründer selber, natürlich in dem gleichen Moment zum Sehen, wo du dabei bist. Ja, du bist ja erst 5000 Themen Fundraising, alles passt auf dich ein. Und genau, du bist eigentlich ja nur ein Gründer. Ich meine, du hast einfach eine super tolle Software geschrieben, aber genau, du hast ja auch keine professionelle Management-Ausbildung, wie ich auch nicht, also als Gründer, sondern genau, es prasselt auf dich ein. Also von daher gute Punkte von dir. Und dann natürlich das, was wir jetzt mit dem Domenico geschafft haben, Gott sei Dank einfach dann wirklich jemand reinholen, der da nochmal mehr schafft. Ist zwar immer eine riesige Entscheidung auch fürs Team, was bedeutet das? Weg vom Founder auch viel im Team natürlich hin, also natürlich einmal Founder-led, aber auch das Team kam ja wegen dem, da kommt jetzt jemand dazu. Wie fühlt sich das an, da nochmal mehr irgendwie ermutigen und schneller vorangehen, weil es fühlt sich super gut an. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, dass man als Gründer sieht, wann bin ich die richtige Person. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier bei Lilium Aviation auch in München mit Daniel Wiegand, der wirklich eine herausragende Persönlichkeit und Gründer ist. Aber das Lilium Aviation ist gerade in einer Phase, wo andere Dinge in der Industrie noch wichtiger sind. Und deswegen ist er auch aus der Industrie, ähnlich mit einem Track Record wie Domenico, eingestiegen und macht das Ganze. Natürlich ist Daniel noch sehr aktiv und macht auch das Produkt, aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige, große Entscheidung und Persönlichkeit auch, also da auch mal Respekt an dich, dann zu sagen, jetzt kommt jemand anders dazu, weil wir jetzt in einer anderen Phase sind. Ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Wenn ich das aus meiner Perspektive ergänzen kann, ich glaube, das ist tatsächlich der wichtigste Punkt. Ne? Ich glaube, diese Initiative kam ja von Beno und Claudia. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn das von außen sozusagen übergestülpt wird oder man irgendwie zwingt, sondern ich glaube, das war von Tag 1 total klar. Ben und Claudia wollten, dass ich dazukomme. Ich glaube, das Team war auch super happy. Ich glaube, dass da auch eine gewisse Unsicherheit sozusagen vorherrschte. Und ich glaube, das hat mir meine Arbeit um ein Vielfaches sozusagen vereinfacht, dass wir da einfach sagen, hey, wir wollen das gemeinschaftlich machen und so weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Das zweite ist dieses Low Ego. Ne? Ich glaube, wenn wir miteinander reden, mit Claudia, mit dem Rest des Teams, es geht immer nur darum, was ist am besten für die Firma. Also insofern, und wir sind ja, also ich glaube schon, dass das auch People Skills auf meiner Seite sozusagen erfordert, die Leute mitzunehmen, dass der Bene sich nicht überrollt fühlt und so weiter. Aber ich glaube, das ist sozusagen, das ist im Interesse der Sache. Ich glaube, das dritte, was auch total wichtig ist, das Thema Kommunikation. Ich glaube, den Rest der Organisation mitzunehmen. Das heißt, super Transparenz, was passiert gerade, warum machen wir das und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal. Und im Übrigen, weil du gerade den Daniel angesprochen hast und den Bene, ich bin überzeugt davon, dass das Ganze nur so gut funktioniert, weil der Bene halt noch da ist. Ich glaube nicht, also ich glaube in so einer Phase, wenn das jetzt nur ein neuer CEO wäre, ohne dass der Gründer da genauso mit, das würde nicht funktionieren. Und ich glaube, dieses Tandem funktioniert total gut. Und ich könnte meinen Job nicht so gut machen, wie wir ihn jetzt gerade machen, wenn der Bene nicht da wäre. Und wir ergänzen uns da total viel. Und die Perspektive des Gründers oder der beiden Gründer ist total, ist unentbehrlich für das, was ich Tag ein, Tag aus tue. Also, Central auf einem sehr, sehr interessanten Weg, nach einer wirklich, super guten Startup-Story, jetzt langsam auf dem Weg zum größeren Unternehmen mit professionellen Strukturen. Ein neues Management sozusagen, auch einige Leute auch darunter im VP-Level dazugekommen. Wir hatten jetzt im August unseren stärksten Monat ever und das sozusagen beim Bruchteil des Marketings. Insofern auch die Zahlen, die wir sehen, die bestätigen sozusagen diesen neuen Schwung und wir sind total, total positiv und optimistisch, was da jetzt sagen für den Rest des Jahres, aber sozusagen dann auch im nächsten Jahr kommt. Cool. Vielen, vielen Dank für das sehr umfangreiche Update und auch die persönlichen Einblicke. Wirklich cool, dass du das auch mal wieder mit der Community teilst, was du da als Gründer durchlebt hast. Und wir freuen uns auf die nächsten 18 Monate und ich würde sagen, auf bald. Ciao, ciao. Vielen Dank für deinen Besuch. Tschüss.